schleppender Netzausbau und zu hohe Stromkosten für Verbraucher und Industrie. Die Regierung ist aus Sicht des Bundesrechnungshofes bei der Energiewende nicht auf Kurs. Und wir sprechen gleich mit dem energiepolitischen Sprecher und Fraktionsvize der Union darüber, Andreas Jung. Ja, die Regierung ist nämlich nicht so richtig auf Kurs. Die bisherigen Maßnahmen zur Umsetzung, die seien ungenügend und würden gravierende Risiken bergen. Das sagte Rechnungshofpräsident Kai Scheller hier in Berlin. Und die Bundesregierung, die muss nun dringend reagieren. Andernfalls droht die Energiewende zu scheitern, heißt es weiter. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der reagierte mit Unverständnis. Wie gesagt, ich habe den Bericht des Rechnungshofs zur Kenntnis genommen und sagen wir mal so, die Kritik an der Bundesregierung, die kann ich nicht nachvollziehen, denn die Probleme, die wir geerbt haben, sind ja in den Jahren davor entstanden, beziehungsweise auf den Angriffskrieg zurückzuführen, und wir kommen ja wirklich voran. Wir brauchen den Netzausbau, um die Energiepreise runterzubringen, sonst haben wir hohe sogenannte Redispatch-Kosten. Der Strom ist nicht mehr verbunden, die Produktions- und die Verbraucherorte, das hat produziert hohe Kosten. Wenn aber die Kosten des Netzausbaus ebenfalls hohe Kosten produzieren, dann drohen wir in eine Art Teufelskreis reinzutreten. Dafür hätte ich jetzt nicht den Bericht des Bundesrechnungshofs gebraucht. Jeder, der nachdenken kann, sieht, dass das das Problem ist. Aber okay, das steht ja in dem Bericht drin und da haben Sie einen Punkt. Schönen Dank dafür. Das Thema vertiefen wir und zwar mit Andreas Jung von der CDU. Er ist stellvertretender Parteivorsitzender und klimapolitischer Fraktionssprecher. Schönen guten Tag. Guten Tag. Also, ob unsere Versorgungssicherheit tatsächlich noch wirklich gewährleistet ist, das können wir offenbar gar nicht verlässlich sagen. Wie sehr beunruhigt Sie das und wie viel Angst haben Sie vor einem Blackout? Der Bundesrechnungshof hat ja da den Finger in die Wunde gelegt und er hat die Aussagen von Robert Habeck selbst zum Maßstab genommen. Robert Habeck hat gesagt, wir haben eine Versorgungslücke von 24 Gigawatt, die muss geschlossen werden durch neue Gaskraftwerke, die dann später umgestellt werden, klimaneutral. Aber es wird eine Strategie vorgelegt für nicht mal die Hälfte davon. Und diese Strategie ist gar nicht konkret, muss auch mit Brüssel abgestimmt werden, ist in der Koalition im Detail nicht geklärt. Und damit, wenn man die Aussagen der Regierung selbst nimmt, dann gibt es diese Versorgungslücke, und wenn es da jetzt nicht ein Umdenken gibt, wenn es nicht eine neue Ausrichtung gibt, wenn es nicht eine konsequente Umsetzung gibt, dann werden wir die Klimaziele verfehlen, wir werden eine Versorgungslücke haben und es beschädigt die Wirtschaft. Und deshalb muss man da jetzt ran. Die Bundesregierung muss diesen Bericht ernst nehmen. Eingeleitet hat die Energiewende ja quasi die Union unter Angela Merkel mit dem Ausstieg aus der Atomkraft. Bedauern Sie heute, dass das damals von Ihrer Partei beschlossen wurde? Nein, es geht ja darum, die Energieversorgung umzustellen. Da sind wichtige Weichen gestellt worden. Darauf muss man jetzt aufbauen. Und das betrifft auch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die neue Regierung hat ja die Ziele nach oben korrigiert. Es sind manche Maßnahmen umgesetzt werden, aber ganz viel hängt da im koalitionsinternen Streit. Die Bundesregierung hat im August letzten Jahres ein Solarpaket angekündigt, kommt nicht. Sie hat eine Bioenergiestrategie angekündigt, kommt nicht. Für Geothermie, für Speicher, jetzt für Carbon Management, also für CO2-Abscheidung ist was angekündigt. Aber alles ist in der Regierung nicht abgestimmt. Über vieles gibt Streit und deshalb wird da vieles verschleppt. Und die Entscheidungen, die jetzt notwendig sind, kommen nicht. Und das ist doch die Botschaft auch dieses Berichts. Es muss jetzt alles getan werden, um die Enden zusammenzubringen, um Bälle, die in der Luft sind, ins Ziel zu bringen. Da muss jetzt gehandelt werden. Da muss jetzt konsequent aufgebaut werden. Dann schaffen wir es. Und darum geht es doch, Klima und Wirtschaft zusammenzubringen. Ja, apropos Wirtschaft, die ist ja nun gerade darauf angewiesen, dass die Preise, die Energiepreise günstig bleiben. Was hören Sie da? Wie sehr sind die beunruhigt über diese schleppende Entwicklung? Da gibt es große Sorge und es werden ja auch konkrete Standortentscheidungen gegen Deutschland getroffen. Und deshalb müssen die Ziele der Energiewende mit Preissensibilität, mit Preiseffizienz umgesetzt werden. Deshalb brauchen wir Pragmatismus, nicht Goldrandlösungen, sondern Pragmatismus, den Klimaschutz pragmatisch voranbringen. Das gilt etwa auch für den Netzausbau. Ja, der stockt, ja, der muss schneller werden. Ein Weg, es schneller zu machen, ist auch neu über Überlandleitungen nachzudenken, weil sowas schneller umgesetzt werden kann.
und kosteneffizienter umgesetzt werden kann. Da braucht man eine neue Offenheit. Sagt Andreas Jung. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.